Liebe Weihnachtsfreunde, tja, wir machen diesmal drei Filme. Der erste, das waren jetzt die Bilderbücher für die Kleinen. Und bei diesen Bilderbüchern habe ich ja schon dieses Buch Frohe Weihnachten vorgestellt, in dem sozusagen alle Feste, also dieses ganze Rundherum um Weihnachten, schon mit einzelnen Bilderbüchern vorgestellt wird. Frohe Weihnachten, also dieses Rundum-Paket. Und dann ist es irgendwann soweit. Es gab den Weihnachtsmarkt, den gibt es ja nun dieses Jahr nicht unbedingt so lange. Deshalb ist es wichtig, dass man solche schönen Bilder dazu zeigt. Dieses Bild stammt aus dem Bilderbuch Die kleine Glocke, die nicht läuten wollte, im Nord-Süd Verlag. Und hier geht es um die Frage, was Weihnachten eigentlich ist. Denn am Ende läutet sie doch die Glocke. Aber warum sie läutet, das ist die Frage. Das will ich auch gar nicht verraten, warum sie dann läutet. Also was das ist, das sozusagen den Sinn des Weihnachtsfestes dann letztlich wirklich meint, das erfährt man hier in diesem schönen Bilderbuch. Ganz sicher ist der Sinn von Weihnachten nicht erkannt von den Eltern, um die es hier geht. Von der Bettina Obrecht gibt es hier eine Geschichte. Anna wünscht sich einen Hund. Das ist die kleine Anna. Das sind übrigens diese wunderbaren Bilder von der Frau Engelking. Es kommt noch besser. Und es geht um diesen Sammelband bei Oettinger. Tierisch schöne Weihnachten. Und wie gesagt, es geht darum, dass Anna sich in tiefster Seele einen Hund wünscht. Und sie ist überzeugt davon, dass das auch funktionieren muss, denn das Christkind weiß doch, was die sehnsüchtigsten Wünsche sind. Aber es kommt doch das falsche Geschenk. Objektiv ist es natürlich ein tolles Geschenk für ein kleines Mädchen. So ein ganz schickes Fahrrad steht unterm Weihnachtsbaum. Aber Anna ist total unglücklich. Tja, hat da das Christkind einen Fehler gemacht? Oder was ist daran schiefgelaufen? Das ist dann immer mal die Frage. Und für sowas braucht man dann so dicke, dicke, dicke Vorlesebücher, in denen dann wirklich alle die schönsten Geschichten von Kirsten Boje, James Grüss, Astrid Lindgren, Paul Maar und eben vielen anderen Autorinnen und Autoren zusammengesammelt sind. Und ich bin ganz sicher, dass Anna letztlich hier doch getröstet wird und dass das mit dem Fahrrad schon auch richtig ist. Und den Hund kann sie sich ja auch noch für nächstes Jahr wünschen. Vielleicht ist sie einfach noch ein bisschen zu klein dafür gewesen, um wirklich für jemanden, der sie braucht, sorgen zu können. Tja, das muss man nämlich erst lernen. Und deshalb muss man auch Weihnachten ein bisschen lernen. Und so geht es auch diesem kleinen, sehr, sehr netten Jungen in der Geschichte. Tja, Thomas. Thomas ist ein kleiner Junge, der in Prag seinen Großvater dieses Jahr zu Weihnachten besucht, weil der sonst alleine wäre. Das ist auch eine Geschichte, die einem sehr an die Seele geht. Die ist übrigens auch ursprünglich mal im Oettinger Verlag erschienen gewesen, aber jetzt bei Urachhaus erschienen. Also es gibt diese Geschichte wieder neu. Diese Geschichte von diesem schönen alten Prag, in dem der Großvater lebt und in dieser wunderschönsten aller Küchen, jedenfalls für mich. Ich wollte eigentlich immer genau so eine Küche haben. Meine Küche sieht ein bisschen anders aus, aber ein bisschen eben doch auch so. Und es ist auch so gemütlich in unserer Küche, wie in dieser Küche. Eine Küche muss absolut gemütlich sein, finde ich. Aber Karpfenschlachten und Karpfen dann kochen in dieser Küche, das geht eigentlich gar nicht, findet Thomas. Denn der Karpfen, den er auf dem Markt gekauft hat, das ist der Beppo.
Und der Beppo, der hat ja an seinem Finger genuckelt. Und der Großvater hat für ihn das wunderschönste Aquarium zur Verfügung gestellt, dass Beppo mit ihnen zusammen Weihnachten feiern kann. Er wird nämlich nicht geschlachtet. Und ganz am Ende der Geschichte passiert sogar noch was viel Tolleres für Beppo. Ach, ist es schön, wenn man so einen Großvater hat, mit dem man sich so freuen kann und der die eigenen Herzenswünsche so genau kennt und umsetzen kann. Tja, und da, glaube ich, ist dann schon das Christkind ein bisschen mit im Spiel, dass der Großvater das weiß. Woher soll das denn sonst wissen, wenn nicht vom Christkind, was der kleine Thomas sich am sehnsüchtigsten wünscht? Tja, Prag, das schöne alte Prag. Da sind sie zu Hause. Ilsebill ist da nicht zu Hause. Es weihnachtet sehr, heißt es hier. Und das ist die Geschichte von Ilsebill. Ilsebill ist eine Katzendame. Übrigens in einem Haushalt, in dem sie sehr geliebt wird. Allerdings, ich muss hier gleich mal die ersten Sätze vorlesen, denn die Welt ist ja manchmal sehr unverständlich. Also egal, wie geliebt man ist. Es heißt hier, die Tage werden immer kürzer und die Nächte werden immer länger. Wenn das so weitergeht, gibt es bald gar keine Tage mehr. Nur noch Nächte, denkt sich Ilsebill. Aber Ilsebill ist klüger als viele Menschen und denkt sich, mir soll es recht sein. Ich kann auch im Dunkeln genug sehen. Und was man nicht sehen kann, kann man ja hören und riechen. Ja, und genau darum geht es. Riechen, naja. Also es gibt da unterschiedliche Sensibilitäten für Katzen und Menschen. Also Ilsebill kann es überhaupt nicht ertragen und schon gar nicht verstehen, dass diese Menschen so doof sind, Feuer ins Haus zu holen. Also Ilsebill schreit, seid ihr verrückt? Aber natürlich verstehen sie mich nicht. Sie verstehen immer bloß Miau, wenn ich etwas sage. Das ist gefährlich, sage ich. Und ich sage es ganz laut. Aber wieder verstehen sie bloß Miau. Miau, Miau, lachen die Großen. Ilsebill will auch Advent feiern. Also auch hier haben wir es wieder mit Missverständnissen zu tun. Die Menschen machen etwas Wunderschönes. Sie zünden eine Kerze an. Und Ilsebill denkt nur, das Haus brennt ab. Ja, und keiner versteht sie. Aber das ist das Tolle an Katzen. Ilsebill versteht sich selber ganz gut. Und sie weiß, was gut für sie ist. Und das setzt sie für sich um. Und so feiert Ilsebill ihr Weihnachten auf ihre Art und Weise. Und das können wir von ihr lernen. Also vorlesen, wie Ilsebill sich die Welt, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Heißt nicht, ich mache sie für alle anderen gleich, so wie sie mir gefällt, sondern ich weiß, was mir gut tut. Und genau das macht Ilsebill. Das ist nichts gegen andere Leute. Obwohl, ich will es nicht verraten. Bisschen doch. Ja, und dann habe ich hier noch von Ulf Stark und Eva Eriksen, einer Illustratorin, die wirklich mit die bezauberndsten Bilder malt für kleine Kinder, eine Geschichte von Weihnachten im Wichtelwald. Und eigentlich will ich das gar nicht verraten, worum es hier geht. Beziehungsweise doch, das kann ich schon verraten. Alle im Weihnachtswichtelwald warten auf den Weihnachtsmann. Und das ist eben diese dicke, dicke Geschichte, was da alles passiert. Übrigens ganz wahnsinnig dramatische Geschichten passieren da mit Schneesturm und allen möglichen Dingen, die man bestehen muss. Ja, bis am Ende, tja, kommt da nun der Weihnachtsmann oder kommt er nicht? Er kommt immer, aber nur zu denen, die wirklich an ihn glauben. Wäre ja auch blöd, wenn er zu denen käme, die nicht an ihn glauben würden. Also Wichtelweihnacht im Weihnachtswald für Kinder, die warten müssen. Und wie gesagt, Ilsebill sagt, warten ist schön. Vor allem, wenn es so wunderbare Geschichten dazu gibt. Ja, und dann habe ich noch einen Geschichtenband.
Und da muss ich sagen, also das ist bei Thienemann auch wieder eine Auswahl mit den schönsten Weihnachtslieblingsgeschichten für Groß und Klein, heißt es Schöne Weihnachten. Das sind Geschichten bzw. ein Gedicht von Michael Ende, Ottfried Preußler, Oliver Scherz, das ist der mit Herrn Sova und Ben. Und ich darf das einfach mal zeigen, dieses Buch mit diesem Cover gibt es so nicht mehr. Weil Verlage müssen ja heutzutage die Bücher immer neu machen und sie wären ja blöd, wenn sie den Inhalt neu machen würden. Aber sie müssen zumindest dem Buch ein neues Cover geben und dazu haben sie, glaube ich, dieses Bild dann ausgesucht für das neue Cover. Und daran kann man schon sehen, wie arm unsere Welt geworden ist. Also der Inhalt ist immer noch der gleiche und das ist wunderbar reich, aber das Cover... Gucken Sie mal, hier sitzt da der Weihnachtsmann. Und was hat er in der Hand? Ein Buch, aus dem er vorliest. Und wie sie alle drumherum sitzen, wie sie alle aufmerksam zuhören. Naja, wenn es so wunderschöne Geschichten gibt, hört man natürlich gerne zu. Da geht es dann nicht darum, dass der Christbaum abtransportiert wird. Tja. Abtransportiert wird er dann aber irgendwann doch. Mein Freund, der Weihnachtsbaum. Bei Atlantis. Irgendwann ist Weihnachten dann auch wieder vorbei. Und da steht er jetzt. Draußen beim Müll. Wartet auf die Müllmänner. Aber das kann unser kleiner Freund nicht zulassen. Er packt den Weihnachtsmann wieder auf seinen Schlitten und holt ihn zurück in die Wohnung, nach Hause. Und da nimmt er ihn sogar mit in sein Bett, dass er nicht alleine schlafen muss, der Weihnachtsmann. Denn er weiß, wie schrecklich das ist, alleine schlafen manchmal. Vor allem, ach, das muss man wirklich genau angucken. Denn die Mama versucht ihm jetzt hier klarzumachen, dass der Tannenbaum natürlich zum Müll muss. Aber er muss ja vielleicht gar nicht. Also wenn man so geliebt wird wie von Brian und ein Tannenbaum ist, dann muss man das nicht. Wir haben es im Moment damit zu tun, dass ein solcher Tannenbaum inzwischen 20 Meter hoch ist bei uns im Garten. So lange hat er Jahr für Jahr im Garten, wo er eingepflanzt wurde, immer noch leben dürfen. Ist das nicht herrlich? Weihnachten, das nie vergeht. Jedes Jahr wieder können wir unseren Weihnachtsbaum schmücken. Und dann steht er da im Garten und bekommt Besuch von Eichhörnchen und Igeln und Häschen und all den Leuten, die sich über einen geschmückten Weihnachtsbaum freuen. Das ist übrigens auch wieder so ein Weihnachtsbaum, der nicht mit diesem ganzen künstlichen Kram geschmückt ist, sondern mit gelben Rüben und Futter für die Vögelchen, mit Meisenknödeln und all diesen herrlichen Dingen, die wieder genau das ausmachen, was wir unter Weihnachten verstehen, nämlich die Liebe zur Lebendigkeit. Tja, da kann jetzt jeder damit machen, was er will, was er unter Lebendigkeit versteht. Der kleine Brian jedenfalls versteht darunter Freundschaft und dass man für einen Freund sorgen muss, das ist für ihn ganz klar. Vor allem dann, wenn der das für sich alleine nicht machen kann. Tja, unser Hündchen ist natürlich immer mit dabei, denn man braucht schon auch in diesem Sinne einen Freund. Ach, da habe ich ja ein ganz wichtiges Buch vergessen. Dann geht es noch um einen Hund. In diesem Bilderbuch Zaubernacht. Und da geht es um einen kleinen Hund, der ein Magier ist, heißt es hier. Ein Magier, der alle Wünsche erfüllen kann. Und diese Illustration von Albrecht Rissler, das ist
glaube ich, wirklich mit das Geheimnisvollste und Zauberhafteste, was es zum Thema Weihnachten gibt. Und zwar zu dem Weihnachten, wo jemand kein Zuhause hat. Es geht um einen alten Mann, der kein Zuhause hat. Und es geht um einen kleinen Hund, den Magier. Und der folgt ihm in den Wald, wo es eine Hütte gibt, in die der alte Mann den kleinen Hund mitnimmt und sagt, du brauchst auch einen Freund. Tja, und genau um das geht es. Es geht um Freundschaft, weil dieser kleine Hund, der kann ja alle Wünsche erfüllen. Der alte Mann muss nicht lange nachdenken. Er sagt, eigentlich brauche ich ja gar nichts. Das Einzige, was ich mir wünsche, ist einen richtig guten Freund. Tja, und das wissen wir ja. Hunde sind ganz besonders gute Freunde. Und genau das bekommt er. Ich muss jetzt an dieser Stelle noch dieses eine Bild zeigen, auch wenn das mehr ist als 10% des Buches, aber kann man sich eine schönere Weihnacht vorstellen als einen besten Freund, der sich an einen drückt und mit dem man die Nacht zusammen verbringen kann. Und die Wärme dessen, was wir unter einer Zaubernacht verstehen.